Und was haben Sie für einen Weihnachtsbaum? Ehrlich gesagt, wenn Sie 3 Tage vor dem Fest noch keinen Weihnachtsbaum haben, dann haben Sie eher schlechte Karten. Nicht, dass die Händler keine Tannen oder Fichten mehr hätten, aber die sogenannten Prachtexemplare sind garantiert schon lange verkauft. Das, was jetzt noch auf den Christbaummärkten zu finden ist, das sind Bäume, die eigentlich niemand so recht wollte. Ein bisschen krumm gewachsen, an einer Stelle fehlt eindeutig ein Ast und die Nadeln könnten vielleicht auch noch etwas dichter sein. Vor einigen Jahren verbrachte ich mit einer Gruppe ein Adventwochenende und dabei wurde uns der Gedanke wichtig, dass Gott sich in einem Kind klein macht, um zu uns Menschen zu kommen, so wie wir eben sind, mit all unseren Fehlern, all unserer Unzulänglichkeit, mit all dem, was eben schief und krumm an uns ist. Und gerade das ist ja das Befreiende unseres Glaubens, dass wir eben nicht perfekt sein müssen, damit Gott zu uns kommt. Ja, sagte da plötzlich eine Teilnehmerin nachdenklich, Gott kommt zu uns in unserer Unvollkommenheit. Und was machen wir? Wir suchen den perfekten Weihnachtsbaum. Wir anderen schwiegen einen Moment, verblüfft ob dieser etwas ungewöhnlichen Gedankenverbindung. Aber da sprach sie auch schon weiter. Und was ist mit den Bäumen, die ein bisschen schief sind oder ein wenig ungleichmäßig oder denen eben ein Ast fehlt? Dürfen die denn nie Weihnachtsbaum sein? Kurz und gut, wir erklärten uns rasch mit allen Weihnachtsbäumen solidarisch, die niemand so recht wollte, und vereinbarten in diesem Jahr so einen Baum mit einem Mangel, mit einem Fehler zu kaufen. Entschlossen ging ich einige Tage später zu einem Christbaummarkt. Der Händler kam schon auf mich zu und fragte eifrig, ja, was für einen Baum hätten Sie denn gerne? Ich überlegte nicht lange und sagte, einen Baum mit einem Fehler, mit einem Mangel. Wie bitte? Fragte der Händler. Na ja, einen Baum halt mit einer sogenannten Macke, wie man in Deutschland sagt. Er machte einen Schritt zurück. Ich sah mich jetzt doch etwas in der Defensive und im Erklärungsnotstand, erzählte von einem Kurs und von der Idee, mit dem Ergebnis, dass der Händler mich ungläubig anschaute und dann sagte, wissen Sie, ich habe nur schön gewachsene Bäume, aber da vorne gibt es noch einen Christbaummarkt, vielleicht fahren Sie da mal hin. Die haben durchaus eine große Auswahl. Etwas belämmert zog ich ohne Baum ab. Und beim nächsten Händler ging ich jetzt dann etwas vorsichtiger an. Als er mich nach meinen Wünschen fragte, sagte ich, eine Nordmann-Tanne hätte ich gerne. Und er zeigte mir mehrere Bäume. Und als er beim vierten schließlich meinte, aber dem fehlt leider ein Ast, den können Sie nur in die Ecke stellen, da stand meine Entscheidung fest. Das war mein Baum. Und mit diesem Baum zog ich ganz zufrieden nach Hause. Seit der Zeit habe ich sehr bewusst jedes Jahr einen Weihnachtsbaum mit irgendeinem Fehler, einem Mangel. Und mal ist er eben ein bisschen krumm und mal fehlt ihm ein Ast oder er hat sogar zwei Spitzen. Und ich finde das gerade als etwas Besonderes und es macht mir diesen Baum sympathisch. Einen perfekten Baum, den kann doch schließlich jeder haben, der sich früh genug auf den Weg macht. Aber diese ganz perfekten Bäume,
die finde ich inzwischen genauso langweilig wie allzu perfekte Menschen. Und manchmal am ersten Feiertag zum Beispiel abends, da mag es sein, dass ich in meinem Wohnzimmer bei einem Glas Rotwein sitze, mit meinem unperfekten Weihnachtsbaum ihn anschaue und denke, ja, gerade Weihnachten ist die Botschaft, dass wir nicht perfekt sein müssen. Gott kommt uns mitten in unserer Unvollkommenheit entgegen. Er kommt sogar in einem Stall zur Welt, damit wir nicht dem Wahn der Perfektion erliegen. Denn er liebt uns so, wie wir sind. Oder manchmal vielleicht sogar deshalb.